Zunächst mal vielen Dank fürs Erscheinen. Es ist wirklich sehr beeindruckend, dass so viele Leute jetzt hier sind. Das Thema ist aber auch wichtig genug. Und ich fange mal an, vollkommen genderfrei stelle ich jetzt mal die Menschen vor, die auf der Bühne ihren Platz genommen haben. Genderfrei deshalb, weil ich jetzt nicht Ladies First sage, sondern einfach fange ich hin mit Robin Pulle von der FDP. Seit Februar dieses Jahres sind Sie Juni-Vorsitzender, gell? In Wuppertal. Das ist richtig. Daneben haben wir Caroline Lünschloss, von vielen Plakaten schon mal gesichtet worden, für die CDU, Direktkandidatin für hier in Wuppertal. Daneben haben wir Till Sörensen für die Linken am Start. Dann haben wir einen Mann, der nicht gewählt werden will, sondern schon mal erwählt und ernannt worden ist, nämlich das ist Peter Hennicke, der ehemalige Präsident des Wuppertal-Institutes, von dem ich sehr froh bin, dass er hier ist, weil er uns sehr viel zu erzählen hat. Ich weiß auch noch gar nicht, ich würde aber gleich machen, bin ich ganz sicher. Dann haben wir Anja Diebert von den Grünen, auch bekannt in Wuppertal, viele Jahre im Stadtrat gewesen, studiert, gearbeitet. Und wir haben den einzigen aktuellen Bundestagsabgeordneten, das ist nämlich Helge Lind von der SPD. Hallo Herr Lind. Jona Neckel hier brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorzustellen, aber Jona Neckel übernimmt jetzt mal ganz kurz das... Ja, ist verdient. Jetzt kommt auch Jona Neckel gleich ins Spiel, denn ein bisschen Schule ist immer, auch wenn Fridays for Future ist. Es gibt jetzt eine Frage, die die Kandidaten zu beantworten haben. Genau. Die Idee ist ein bisschen aus Düsseldorf geklaut, aber wir fanden sie so cool, dass wir sie auch den Wuppertaler Kandidaten stellen wollen. Genau, damit sind wir heute hier versammelt, weil wir uns alle einig sind, dass die Klimakrise ein extrem bedrohliches Ereignis ist, was uns in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht und dass wir, glaube ich, alle wissen, dass wir mehr tun müssen, um etwas gegen diese Klimakrise zu tun. Und ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Und dazu dann die Frage. Und es ist jetzt so, dass wir allen von euch einen Zettel gegeben haben. Es ist eine Schätzfrage, es ist auch nur abgestimmt, wenn die falsch ist. Es geht einfach nur um so eine grobe Einsortierung. Und die Frage ist, Deutschland hat im Jahr 2019 805 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Also 0,8 Gigatonnen. Wie groß ist das verbleibende CO2-Budget, das Deutschland ausstoßen darf bis zur Klimaneutralität, um das 1,5-Grad-Ziel mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit noch einhalten zu können? In Gigatonnen. Zum Vergleich, 2019 wurden 0,8 Tonnen ausgestoßen. Und wenn ihr gerade bei der Rede von Letty aufgepasst habt, sie hat die 66%ige Wahrscheinlichkeit für 1,5 Grad genannt. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, ich wusste es auch nicht. Ich wusste es auch nachgucken. Ich sag auch, also ich hätte auch fast nichts gewusst, aber einfach nur als Idee vielleicht. In Gigatonnen, genau. Es geht darum, eine Münze zu werfen, und wenn diese Münze aufkommt, haben wir vielleicht Glück und es ist das Wichtige und wir halten das 1,5 Grad zu locken. Wer es nicht weiß, muss gleich aufkommen. So, ich weiß nicht, wie lange mein Akku reicht. Die Frage nochmal wiederholen, die ich hier hab, wie viel CO2 darf Deutschland oder ob ich gleich hier noch Strommangel abbrechen wird, um mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Und das bis zur Klimaneutralität. Also bis wir klimaneutral in Deutschland sind. Und die Frage hängt ja auch davon ab, was das Ausland macht. Ich glaube, wenn wir jetzt in Grunde fertig sind, können wir einmal umdrehen. Wenn Deutschland alleine agiert und alle anderen machen weniger, sehen eine 10 bei der FDP, 8 bei der CDU, 1,6 bei den Linken, sehr ambitioniert, 3,6 Tonnen bei Scientists for Future, 2,3 bei den Grünen und es war gerade nur 20, aber es ist eine 2,0. Der Lind hat ein bisschen gefuscht. Wollen wir ehrlich sein, der Lind, oder? Ein bisschen gefuscht haben wir jetzt. Genau. Und das Schöne ist, es sind 3 Gigatonnen. Und wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, das vielleicht noch... Ich bin noch da. Ich bin jetzt hier blöd, Stichchen. Genau. Und wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, dann ist das ziemlich ernüchternd. Denn die Linken wollen noch 4,2 Gigatonnen ausstoßen, die Grünen 5,3, die SPD 7,1 Gigatonnen, die CDU auch 7,1 und die FDP liegt bei 10,7. Das heißt, extrem weit weg von einem 1,5-Grad-Ziel und extrem weit weg von einem Limit, was wir noch ausstoßen dürfen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Diskussionseinstieg, um da reinzustarten. Ja, ich würde gar nicht sagen, wie viel wir noch ausstoßen dürfen. Ich würde mal fragen, was ist denn jetzt machbar? Und dann tun wir das. Und dann schauen wir, wohin wir kommen. Einfach Schritte gehen statt Ziele aufstellen. Das sind so die aktuellen Programme für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag, also übermorgen.
jetzt nicht so auf ungeteilte Gegenliebe stoßen. Ich habe zuletzt Journalistenkollegen gelesen, die davon sprachen, sie seien auch nicht sonderlich ambitioniert. Ich neige dazu, das ein bisschen zu teilen. Und ehe wir uns mit der Gegenwart beschäftigen und dann im zweiten Teil viel, viel intensiver hoffentlich mit der Zukunft beschäftigen werden, würde ich Sie, Herr Hennecke, mal bitten, einen aktuellen Statusbericht über die Klimasituation in Deutschland abzugeben. Ich glaube, Sie sind da sehr berufen, das zu tun. Ist vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Der Scientist for Future bringen. Wenn die sitzen hier oben und es gab es noch nie in der deutschen Wissenschaftsgeschichte, dass 27.000 Wissenschaftler gesagt hatten, wir unterstützen die Forderungen von Fridays for Future. Sensationell und sehr erfreulich. Wäre einfach die Frage, wie viele sind Fachwissenschaftler und wie viele andere Wissenschaftler? Ist, dass im Gegensatz zu dem, was gefühlt in der Öffentlichkeit ankommt, der Temperaturanstieg sogar noch schneller steigt als in der Vergangenheit. Wir sind im Moment auf einer Katastrophenfahrt von mindestens 2,7, möglicherweise sogar noch mehr, bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Der Weltklimarat hat gesagt, wenn die Dinge so weitergehen, kann man nicht mehr ausschließen, dass im Jahr 2300, wenn das Klima geht immer weiter, wenn man nichts tut, der Meeresspiegel um 15 Meter ansteigt, dass das keine lebenswerte Zukunft ist, brauche ich nicht zu erläutern. Deutschland hat einen globalen Temperaturanstieg von 1,6 Grad. Durchschnittlich sind wir bei 1,1. Das heißt, es ist allerhöchste Alarmstimmung. Und wir müssen das, was das Europäische Parlament beschlossen hat, nämlich eine Notstandssituation beim Klimawandel, wirklich ernst nehmen. Es kommt auf die nächste Bundesregierung, auf Sie hier, wie Sie hier sitzen, auf Ihre Verantwortung an, ob wir den Weg noch in Richtung 1,5 Grad voranbringen oder nicht. Ich bitte Sie in aller Form, alles dafür zu tun, dass wir in diese Richtung kommen. Danke, Herr Hennecke. Ich kann vielleicht mal, wie gesagt, wir wollen ein bisschen auch auf die Programme eingehen, aber wirklich nur ein bisschen, weil sie wahrscheinlich auch von allen Menschen schon bekannt werden, von wenigen vielleicht nicht. Deswegen so in groben Zügen so ein bisschen die Unterschiede dieser Programme herausstellt. Ich will mal mit Ihnen, Herr Kohle, anfangen. Die FDP setzt ja, was den Klimawandel und den Klimaschutz angeht, so ein bisschen, das ist auch parteitypisch, auf Marktkräfte, auf Innovation, auf Ingenieurleistungen. Wenn Sie jetzt hören, was Herr Hennecke gesagt hat, ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht trotzdem? Ja, ich denke schon. Die FDP will ein Verbot einführen, ein großes Verbot, und zwar das, mehr CO2 auszustoßen, als wir dürfen, um die Erderwärme unter 1,5 Grad zu halten. Dafür wollen wir Zertifikate ausgeben, den Zertifikatehandel ausweiten. Jemand muss sich ein Zertifikat kaufen, wenn er CO2 ausstoßen möchte. Wir reduzieren dann langsam die Anzahl der Zertifikate im Handel und sorgen so dafür, dass nicht mehr ausgestoßen wird, als erlaubt ist. Welchen Zeitraum nehmen Sie sich davor als FDP? Wir haben ja gerade gehört, dass es ein bisschen alt anscheinend. Im Einklang mit den... Das war so nicht gemeint, ich wollte keine billigen Applaus. Also das ist wirklich eine Frage, weil mich das interessiert. Ja, im Einklang mit den Pariser Klimazielen und den EU-Vereinbarungen bis 2050. Wenn sich die wissenschaftliche Lage allerdings ändert, wir orientieren uns da am Weltklimarat, dann können wir auch die Kurve schneller fallen lassen und dafür sorgen, dass wir früher. Und ich bin überzeugt davon, dass wir dadurch am besten das Klima retten können. Eine Rednerin vor mir hat gesagt, wir können das Ganze nicht Politikern überlassen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man es Politikern überlässt. SPD und CDU haben ein paar Jährchen gefeilscht beim Kohleausstieg, sich dann auf 2038 geeinigt, was zu spät ist. Durch den Zertifikatehandel ist der Preis bei der Tonne bei 50 Euro gelandet. Wir rechnen jetzt damit, dass wir vor 2030 aus der Kohle aussteigen werden. Der Markt hat also
Der Markt hat die Politik also überholt. Klar, die Politik muss Grenzen setzen, aber dann weiß der Markt am besten, wie wir das erreichen. Ja, warten wir mal. Machen wir jetzt mal, ob wir die anderen zu Wort kommen, lassen wir uns auch nicht sonst hier sitzen. Frau Lütschloss, bei der CDU ist, ich glaube, den Emissionshandel haben Sie auch im Programm, wenn mich alles täuscht, gell? Aber Sie haben auch Photovoltaik im Programm und Wasserstoff. Und auch da ist ja die Frage Zeitschiene. Also ist das ambitioniert genug als CDU-Politikerin oder sagen Sie, da muss noch ein bisschen was mehr her? Und wenn was her muss, was muss denn her? Es muss mehr her, das haben wir ja gerade auch gehört. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so richtig drüber diskutieren, denn jeder junge Politiker und jeder junge Mensch hat das erkannt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben jetzt mit jungen Politikerinnen und Politikern in die Parlamente kommen, die sich dafür einsetzen werden. Und es ist klar, dass wir über diese 3 Gigatonnen nicht gehen dürfen. Wir wollen auf einer lebenswerten Welt leben. Das ist urchristlich, ist die Erhaltung der Umwelt und des Planeten. Dafür werde ich mich auf jeden Fall einsetzen. Und ich denke, je schneller, desto besser. Aber das ohne zu vergessen, dass es auch Leute gibt, die mitgenommen werden müssen. Wir haben das gerade ganz deutlich gesehen, als hier die Demo die Kreuzung überquert hat. Und da unten war ein Riesenstau und da war eine massive Aggression. Da müssen wir für sorgen, dass wir da mehr miteinander reden, statt übereinander, mehr zusammenkommen und füreinander da sind und dann zusammen das Klima retten. Weil alleine kann das keiner von uns. Niemand, der hier sitzt, kann es alleine, sondern wir können es nur alle zusammen. Die haben nämlich ihren Motor nicht ausgemacht. Die stehen da, die lassen das Auto laufen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das zusammen machen und nicht nur alleine. Warten wir noch, wir kommen vielleicht nachher noch, wenn noch Zeit ist und es nicht schon dunkel geworden ist, in die Möglichkeit miteinander zu sprechen. Lassen Sie erst mal gucken, dass die Kandidatinnen und Kandidaten nicht mal zu Wort kommen. Zum Beispiel der Herr Sörgen. Er hat kein Mikrofon, es ist jetzt nicht sehr Corona-tauglich, aber passt gut auf. Ja, also Sie passen bitte gut auf, dass hier nichts passiert. Ja, genau. Die Linke ist eigentlich, wenn ich das so vergleiche, relativ radikal unterwegs, was das Thema angeht. Sie sind im krassen Gegensatz zur FDP. Sie setzen total auf den Staat, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie wollen die Stromnetze verstaatlichen und den ganzen Wettbewerb abschalten. Sie sind auch sehr konkret mit dem Thema Datteln 4 unterwegs, dass er abschalten worden ist, gerade glaube ich genehmigt worden ist. Reicht Ihnen das? Haben Sie noch mehr was davon? Noch mehr als dass wir das in staatlicher Verantwortung sehen. Nicht wirklich. Und das aber, weil wir ein ganz Demokratieverständnis haben. Also wer ist denn der Souverän des Staates? Das sind wir alle miteinander. Und deshalb müssen wir dafür natürlich Regeln setzen und Grenzen setzen. Weil CO2, also ganz im Ernst, wenn wir es einfach den Markt entscheiden lassen, das haben wir ja jetzt jahrelang probiert, es gibt bereits einen Zertifikatehandel. Ja, und ich muss das so deutlich sagen, das funktioniert so nicht. Sind wir der Meinung, dass wir das halt im sozialen Miteinander, was Carol Lünschloss gerade auch schon gesagt hat, wir müssen das gemeinsam schaffen. Ja, das ist richtig. Und deshalb sind wir nicht dafür, nur den Preis zu erhöhen, sondern auch wirklich Geld mal in die Hand zu nehmen und den ÖPNV auszubauen. Endlich mal wieder die Schiene. Ich meine, keine Wünsche. Die Schiene, das ist ein uraltes Verkehrsmittel und es kann so effizient Menschen von A nach B transportieren. Und da muss doch Förderung gesteckt werden und nicht in irgendwelche bayerischen Autobahnen. Frau Lübert, Sie sind schon relativ konkret unterwegs, Sie nennen auch schon Tonnenpreise und Sie nennen auch schon das Thema, wir müssen das Geld, das wir einnehmen, an anderen wieder verteilen. Also nicht der Staat macht sich die Taschen voll, sondern der Staat unterstützt die Leute, die Energie bezahlen müssen. Trotzdem wird auf den Grünen nachgesagt, am Ende nicht ambitioniert genug zu sein, was das Thema Umweltpolitik angeht. Sehen Sie das auch so? Also ich glaube, wenn wir das grüne Wahlprogramm umsetzen, dann kommen wir einen Riesenschritt weiter und dafür kämpfe ich jetzt auch bis zur letzten Minute. Denn unser Programm ist wirklich auch sozial ausgewogen und das ist mir sehr wichtig, dass wir halt nicht nur maximale Forderungen stellen, sondern dass wir gucken, dass zum Beispiel mit dem Energiegeld das Geld an die Menschen zurückgegeben wird. Und wir können das nicht dem Markt überlassen, weil das hatten wir in der letzten Zeit und das Marktsystem hat versagt. Wir müssen hier wirklich viel Geld in die Hand nehmen und investieren. Wir müssen Milliarden investieren in erneuerbare Energien, in neue Infrastruktur. Und wenn ich das gehört habe am Anfang, wir wollen keine Verbote. Das, was Ihre konservative Politik im Moment macht, ist das Verbot, der nächsten Generation die gleiche Freiheit zu geben, wie wir hatten. Und das finde ich ein bisschen schlimmer.
Ritt. Die SPD ist auch ein bisschen in der Umverteilung unterwegs, will das für die Lasten natürlich, das gehört ja für die Sozialdemokratie auch dazu, vernünftig verteilen. Und die SPD setzt sehr auf Elektromobilität. Ausreichend? Nein. Ebenso die Ziele sind auch nicht ausreichend. Das heißt, da hat auch meine eigene Partei noch Lernbedarf, also auch in ihrer Orientierung an der Industrie und an den Automobilunternehmen, denen wir viel zu lange viel zu hörig waren. Hätten wir da mehr, also auch die SPD, mehr auf die Zulieferer, Automotive hier in der Region gehört, wären wir deutlich schneller. Umverteilung ist notwendig, also die ganzen sinnvollerweise geforderten Investitionsmaßnahmen müssen ja auch irgendwo herkommen. Also das müssen wir, glaube ich, auch benennen. Irgendwer muss dafür zahlen und wir müssen auch unsere Lebensgewohnheiten ändern. Die Illusion, dass alles so bleibt, wie es ist und sich nicht unser Verständnis von Wohlstand verändert, halte ich für falsch. Wir können nicht die Normalität weitermachen, einfach umstellen auf E-Mobilität. Und zu Ihrer Frage, auch belügen wir uns mit E-Mobilität. Die hat ja auch externe Kosten, die dann internalisiert werden. Das heißt, Lieferketten, koloniale Strukturen und all das. Deshalb bin ich dagegen, allein auf E-Mobilität zu setzen. Und wenn wir das tun, müssen wir auch die Bedingungen benennen. Und wenn wir fordern, dass wir auf Lieferketten achten, dann aber Batterien nutzen, die aus Ausbeutungsverhältnissen kommen, ist das kein Zustand. Und deshalb braucht es da auch anständige Verhältnisse und auch Stärken von Wasserstoffeinheiten. Sie haben jetzt ja, Sie kennen die Wahlprogramme natürlich alle, das ist ja vollkommen klar. Sie haben jetzt ja auch in sehr groben Ausschnitten die Wahlprogramme gehört. Wie sehen Sie das Angebot der aktuellen Politik? Weil über die Bank, über alle Parteien gesprochen, weil wir jetzt nicht für eine Partei Wahlkampf machen wollen, sondern